Oh hey Leute und willkommen zu GTA 5. Dieses Mal mache ich einen Überlebenskampf. Aber jetzt nicht direkt einen normalen, sondern einen, nicht normalen. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich meine, und zwar das hier. Ich habe die Vehicle Cannon installiert. Ich kann euch eins sagen, dieses Ding macht einfach zu sehr Spaß. Ich werde noch definitiv damit meinen Spaß haben. Kollege, denkst du, ich sehe dich nicht? Hallo! So, die Typen sind jetzt erstmal tot. Jetzt hier erwartet, dass so einer in die Luft geht. Naja, so praktisch wie es jetzt auch erstmal sein wird, diese Polizisten davon abzuhalten, mich zu erschießen, muss ich trotzdem zugeben, allzu präzise sind die manchmal auch nicht. Dazu muss ich erstmal aufpassen, dass ich nicht erschossen werde. Und nett, ich kann noch weiter schießen, obwohl ich nachgeladen habe. Ja, jetzt sprechen wir. Überhaupt, ich mag die ganzen Farben von den Fahrzeugen, die ich hier verschieße. Nein, weiter. Danke. Ah, schade, man kann es nicht nach oben feuern. Aus dem Weg! Ja, was ganz Bedrohliches. Was jetzt noch nicht mal erstaunlicherweise sarkastisch gemeint war. Diese Waffe, die ich hier mehr oder weniger habe, ist verdammt bedrohlich. Ja, da ist noch ein Fahrzeug, was ich vorhin verschossen habe. Ich bräuchte mal ganz kurz meine 2 Sekunden, weil ich möchte mein Leben regenerieren. Okay, sehr gut. Es ist schon ziemlich mies, in dem Sinne mit Fahrzeugen auf Leute zu schießen, aber ich kann euch eins sagen, es macht zu sehr Spaß. Hallo. Ich warte nur noch darauf, bis sich mein Spiel aufhängt. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Heilige Mutter Gottes. Oh ja. So gefällt's mir doch, Baby. Aber sind die Töne noch nicht ganz ausgestiegen. Scheiß noch eins. So etwas im Online-Modus zu haben, wäre verheerend. Außer natürlich, die Gegner sind in der Luft oder hinter einer ganz gewissen Deckung, wie zum Beispiel der. Dann hat man klein wenig Schwierigkeiten, aber ansonsten, wenn es Verstärkungseinheiten sind und Fahrzeuge, hat man definitiv seinen Spaß. Und überhaupt, nett zu sehen, dass ich gleich 5 Stunden erreicht habe. Ja, ihr kleinen Penner, geht mir die ganze Zeit auf den Sack. Was zur Hölle? Erstens, was war das jetzt wieder für ein Geräusch? Und zweitens, hat mich gerade eben wirklich ein Serrano überfahren? Ehrlich jetzt? Da überlebe ich die Polizei, aber kein Fahrzeug. Was zur Hölle? Ja. Das war jetzt eigentlich nicht gerade eben von mir, sondern ich habe gelegentlich diesen, ich nenne ihn mal Fehler, bei dem mein Charakter einfach weiter schießt oder irgendeine Aktion weiter ausführt, obwohl ich es gar nicht mache. Wie wäre es mal, wenn ich die Typen mal richtig treffen werde? Oder würde? Bitte, Deutsch, komm zurück. Jetzt sprechen wir. Tote LKW! Oh mein Gott. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Meine FPS scheißt nicht ab. Was jetzt der Fall sein würde, wenn ich das jetzt bei GTA 4 abziehen würde, weil dort habe ich die ganzen Fahrzeuge nämlich gemoddet. Also sprich, das sind reale Fahrzeuge. Ich drücke eigentlich gar nichts mehr. Ist das nicht einfach wunderschön? Danke, Spiel. Wirklich, danke. Oh mein Gott. Goodbye, horses. I'm flying over you. Ehrlich, ich verstehe nicht, wie meine FPS konstant auf 30 bleibt bei dem hier. Heilige Scheiße. Ja. Jetzt sprechen wir. Gott, Spiel! Hör auf damit! Heilige Scheiße! Ich habe schon längst aufgehört zu schießen, aber nope! Kein Fahrzeug wird mich erwischen. Das wird jetzt auch mein, ja, wie soll ich sagen, meine Mission sein. Hm, warte mal. Diesen Mod bei der Militärbasis zu verwenden, wäre eigentlich auch mal ganz nice, wie ich finde.
One schon mau. Das geht mir so auf den Sack, ich kann schon nicht mehr sagen, wie sehr. Lonely is the night. Hallo, Kollege. Ich vergesse eigentlich die ganze Zeit, dass ich nur weiterschießen kann, obwohl mein Charakter nachlädt, aber ich meine, ist ja jetzt sowieso scheißegal. Denkt ihr, ich lasse mich einfach so umbringen? Ja, jetzt schieße ich eigentlich gar nicht mehr. Junge, das Spiel geht mir echt gerade auf den Sack damit. Ich schieße gar nicht mehr. Ich bin noch nicht mal bei der Maus. STRG tue ich eigentlich gerade eben auch nicht, lustigerweise. Charakter, danke. Sehr nett von dir. Oh Mann, ich liebe diesen Mod einfach nur. Oh Gott. Tut mir eigentlich schon fast leid um den Motorradfahrer, aber dann wiederum kann ich gerade eben sagen, dass ich die Autofahrer anders behandle. Als von dem her. Was macht das für einen Unterschied? Die einen gehen in die Luft, die anderen fliegen einfach runter und sterben qualvoll, weil sie noch von einem Fahrzeug geschlagen werden. Ich bin einfach nett, was soll ich sagen? Irgendwann komme ich jetzt durch, Kollege, dann bist du am Arsch. Charakter. Ich kann euch eins sagen, ich werde hier einen Stau produzieren, damit die Polizei gar nicht mehr hier durch kann. Ja, so gefällt es mir doch am meisten. Oh, da drüben kommt die Kavallerie. Nein, Kollege, du wirst mich nicht erschießen. Ich finde es sowieso so interessant. Die Polizisten könnten eigentlich Abstand halten, schon aussteigen und mich erschießen, aber nope. Lieber fahren sie ganz nah ran und kriegen eine Welle von Fahrzeugen ab. Ich meine, ja, so oder so wird es nichts daran ändern, weil die eh eine Welle von Fahrzeugen abbekommen würden. Aber trotzdem, wäre ein bisschen klüger, würde ich sagen. Hallo? Ich dachte schon, dass es die Polizei ist, die ich gerade noch gebrauchen kann. Und auch dazu bin ich froh, dass diese Typen kein Scharfschützengewehr haben, weil sonst wäre ich ziemlich am Arsch. Verschwind bloß von mir. Bin ich besonders gut darauf zu sprechen, wenn mich Leute flankieren. Was? Ach, lügt doch nicht! Ihr wollt doch bloß hier reinkommen! We don't have a visual on the suspect! Wisst ihr, was das Irritierende ja ist? Diese Polizisten, die über mir sind, werden ja hier unten dann quasi auch angezeigt. Oder zumindest sieht es so aus, als wären die hier unten. Und das. Da kriege ich jedes Mal einen Herzinfarkt und denke mir: Scheiße, wie viele Polizisten sind eigentlich hinter mir? Um herauszufinden, dass nur eine Streife ist. Verschwinde bloß, Kollege. Have a nice day. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Polizei. Hallo. Zum Glück machen die keine Drive-By auf mich. Überhaupt finde ich es auch interessant. Ich kriege keine 5 Sterne. Auch wenn ich hier schon ziemlich lange überlebe und ein Chaos angerichtet habe, was eigentlich schon längst dazu kommen müsse, dass ich, ja, 5 Stunden bekomme. Ich hab's heute gerade eben nicht so mit Deutsch, was soll ich sagen. Oh, ja. Yeah. Ah, jetzt ist wieder dieser Bug. Hör auf damit, Charakter. Danke. Auch wenn ich diese Sachen nur spammen kann, will ich es auch nicht direkt machen. Oder zumindest zu so einem Grad, dass ich, eigentlich dann nur noch schieße. Nein, nicht ausweichen, Kollege. Wo sind wir denn hier? Komm, geh drauf! Komm, Kettenexplosion!
Kollegen, wie geht's denn so? Ich kann nicht wissen, wie viele Fahrzeuge ich schon mittlerweile verschossen habe. Oh, Gott, bitte! Hört auf, schon wieder drüben zu fahren, weil sonst kann ich euch nicht erfolgreich umbringen. Oder natürlich, um zu sagen, da kann ich euch viel leichter umbringen. Polizei, bitte macht's öfters. Nicht. Oh Gott. Das würde mich die KI sowieso hören. Ich bin lustig veranlagt. Ja, wer hätte gedacht, dass ich sehr, sehr lange überleben werde, wenn kein verdammter Helikopter über mich kreist. Hätte ich niemals damit gerechnet. Die treffen mich immer noch. Die Typen treffen mich echt immer noch. Nein, komm da. Charakter. Nachladen. Oder vielleicht auch nicht. Toll, sehr nett von dir. Ich bin ja mal gespannt, wo ich jetzt wieder landen werde. Naja, besser als jetzt das Krankenhaus in der Nähe vom Ghettoviertel. Ich müsste echt eine neue Stelle finden. So lustig wie die auch gerade eben war, muss ich trotzdem zugeben, ich brauche was bisschen Schwierigeres. Oder zumindest was Offeneres. Ja, sag mir es einfach mal so. Eine Schnellstraße. Eine komplett offene Schnellstraße. Oder Bundesstraße. Das ist letztendlich auch ziemlich nice, aber dann wiederum will ich auch nicht direkt von einem Helikopter getötet werden. Ich bin klein wenig hier überfragt. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Und überhaupt, ein nettes Lied. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz was probieren. BC-Gas? Was? Okay. Naja, Schneeball. Sag mal, was für Waffen hatte ich hier alle? Okay, ich halt mal lieber Abstand. Oh, nice, das funktioniert also auch. Wisst ihr was? Planänderung. Ich werde jetzt einfach eine Mission haben, und zwar meine Karre so lange wie möglich am Leben zu halten. Polizei, suchst du mich etwa? Lame ass bitch. Wie soll ich jetzt erstmal diese Mission ganz geistreich nennen? Haha, ich wüsste es. Cavalcade, am Leben erhalten. Scheiß nochmal. Welcher, das ich schon gesagt habe. Komm schon, Baby, lenken. Nein. Punk ass bitch. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, wenn man jetzt in einem Rhino sitzt, das wäre ultimativ. Würde verdammt viel aushalten, nur noch dazu hätte man eine tödliche Abwehr. Und ich meine, selbst wenn man dann verfolgt wird, kann man dann die Gegner abschießen mit der Hauptkanone, zumindest wenn man nach hinten zielt, weil das Spiel gibt gerade sowieso einen Scheiß darauf, wo ich hinziehe. Das schießt immer nach vorne hin. Alle aus dem Weg! Wisst ihr, was Verstörende ist? Ja, auf der einen Seite denke ich mir, ich soll vielleicht gucken, dass ich nicht die ganze Zeit ein Fahrzeug zum Explodieren bringe. Aber dann wiederum, es macht so viel Spaß. Es ist krank. Es ist einfach nur krank. Oh, der Typ da oben tut mir jetzt schon leid. Aus dem Weg, Seminole. Das hätte ziemlich nach hinten losgehen können. Fuck! Kill this motherfucker! Franklin? Was war jetzt das denn bitte, wenn ich mal fragen darf? Was findest du jetzt mal anhört? I need a daughter, daughter is what I need. Gott, wie viele Fahrzeuge der Typ überlebt hat. Oh.
Scheiße, noch eins. Niemand überlebt die Macht der Komet. Ich liebe es einfach nur. Aber trotzdem, ich werde gleich erschossen von einem Helikopter. Ist das nicht einfach wunderschön? Bitte nicht runterrutschen, bitte nicht runterrutschen. Oh, ja, jetzt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich verrecke, weil mein Charakter mit dem Gesicht aufgeklatscht muss, jetzt mal ganz ehrlich sein. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Ich hatte jetzt schon, also, mir war schon klar, dass mein Charakter stolpern wird, weil ich bin auch nicht direkt langsam runtergelaufen, weil ich es auch nicht machen konnte. Aber wirklich jetzt, überhaupt nicht das Pfeilchen, was mein Charakter hat. Okay, man muss mit einer Waffe schießen. Na dann. You what, mate? Au! Wer zur Hölle war das? Ich glaube, ich habe den Typen nicht mehr getroffen. Ja, schön zu sehen, dass das jetzt wieder... Gott, das nervt so sehr. Dieses Problem. Oh Gott, die Feuerwehr. Die soll einfach nur verschwinden. Und da vorne ist schon gleich die Kavallerie. Au, Kollege. Sag mal, jetzt ist alles verzögert. Was zur Hölle? So, ich verschwinde jetzt aus mir mit einem Wagen. Franklin, warum hast du nicht einfach so ganz cool das Fahrzeug hier geöffnet? Oh, verstehe. Minions, räumt mir den Weg frei. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal hier eine Herausforderung setzen, und zwar die Militärbasis zu überleben. Ich weiß, es sollte jetzt nicht direkt schwierig sein, aber ich weiß jetzt nicht, wie ein Rhino darauf reagiert, wenn man den so wegschießt. Also, ich muss mal schauen. Vielleicht wird es die KI sogar schaffen, sich in der Luft zu drehen. 500 Meter noch dazu in der Luft zu sein und mich wahrscheinlich von da oben mich auf den Boden zu treffen. Weil vor allem Dinge, in einem Thema sind die Panzer ziemlich gut. Und zwar Flugzeuge und Helikopter abzuschießen. Helikopter kann ich noch nachvollziehen, aber nicht Jets. Tut mir leid, da hört meine Fantasie auf. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Scheiße, noch eins. Man muss sich mal vorstellen. Aber wie soll ich sagen? Die Story zu spielen, indem man nur das hier macht. Ich meine, ja, auf der einen Seite wäre es auch nicht direkt schwierig, aber wenn man sich mal überlegt, wenn man in einem engen Korridor ist, kann es zu einem Clusterfuck werden. Also von dem her, und auch dazu, wenn man darauf Acht geben muss, dass die Charaktere nicht verrecken. Meine Lieblingsmission. Rhino, wo seid ihr? So nett wie es auch ist, dass die Crusader hier ihre Zeit finden, mich anzugreifen, aber trotzdem. Rhinos, ich brauch die einfach nur. Komm schon, bitte spawn welches Spiel. Bitte. Bevor ich heute noch die ganze Zeit so hoch spreche. Gott. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Es tut mir echt leid. Ich hätte niemals gedacht, dass ich nach einem Effekt süchtig werde. Da war, glaube ich, gerade eben Rhino. Außer natürlich, ein paar Kometen sind auch in die Luft gegangen. Ja, ich denke, dass es Kometen waren. Scheiße. Ah, nur der LKW. Komm schon. Wo sind die Panzer? Oh, kannst du natürlich auch gegen ein Flugzeug schießen. Ja. Ich visiere lieber mein Flugzeug an, was nicht von Kisten umgeben ist, die man nicht, sag ich mal, wegkicken kann. Nicht wegfahren, Kollege! Oh.
Heilige Mutter Gottes! Hab ich gerade eben einen Rhino gekillt? So einfach! Nee! Ich weiß, dass es schon viel früher draufgegangen ist, aber trotzdem, ich habe mir mal gedacht, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Weil, better safe than sorry. Falls ihr diesen Spruch kennt. Oh mein Gott. Ein Rhino war jetzt bis hier da. Oder bis jetzt da. Es. Die Effekte werden schon gar nicht mehr richtig angezeigt. Oh Mann. Aber es sollte mich eigentlich auch nicht wundern. Weil ich es gerade ein bisschen übertreibe. Heilige Scheiße! Mein Riot hat erstaunlich wenig Schaden genommen. Ja, liebes Tagebuch, ich sollte in Zukunft eher meine Schnauze halten bezüglich solchen Themen. Ich habe jetzt erstmal nichts gesagt. Naja, also Leute, das war jetzt erstmal GTA 5 Überlebenskrampf. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Und jetzt will ich dann erstmal sagen, bis später.